Herzlich willkommen bei Lebenskraft TV. Wir wollen uns heute über das Thema systemisches Aufstellen unterhalten, und zwar für Unternehmen, Führungskräfte sowie für einzelne Leute, die sich für das Thema interessieren. Hier steckt wesentlich mehr dahinter, wie man immer so im Ansatz denkt. Dazu habe ich bei mir im Studio den Bernhard Wertze. Grüße dich, schön, dass du hier bist. Grüß dich, Oliver. Bernhard, wie bist du zu diesem Thema eigentlich gekommen? Was ist so dein Hintergrund, wie ist dein Werdegang? Aufstellungsarbeit hat mit den tiefen menschlichen Beziehungen zu tun. Und man lernt am besten, wenn etwas schief geht. Ja. Ein alter Spruch sagt, alles Können kommt aus Fehlern. Mhm. Auch wenn man Anfängerglück hat und mal geht etwas gut, man interessiert sich dann doch dafür, was ist die andere Seite, warum gehen die Dinge schief. Und es gibt ja nichts Erfüllenderes wie eine geglückte Beziehung, aber es gibt auch nichts Leidvolleres wie eine nicht geglückte Beziehung. Also es werden aus nicht geglückten Beziehungen sogar Leute umgebracht oder getötet, weil die Leute so verletzt sind und so tief verletzt sind. Wie funktionieren Beziehungen? Gibt es hier Regeln oder gibt es hier Ordnungen? Und das konnte ich sehr gut an der Aufstellungsarbeit von Bert Hellinger lernen. Und es hat mir sehr viel in mein eigenes Leben gebracht und ich möchte das immer weitergeben, weitergeben, weitergeben. Ja. Die Grundthemen von jedem Menschen. Ja? Das ist ja Glück, Familie, Geld, Beruf, das Übliche, was man kennt. Jedes Horoskop, jede Lebensberatung ist eigentlich nur auf dem Ganzen aufgebaut. Ja, ja. Das kann man natürlich immer hergehen und sagen, okay, man geht jetzt zum Hellseher, fragt, was los ist. Ja? Oder man geht in die Astrologie rein. Aber es gibt eine ganz andere Möglichkeit, das heißt, sich selbst zu verändern. Und das ist ja dein Spezialgebiet, einfach Muster aufzudecken, Muster aufzulösen. Wenn man Verhaltensmuster auflöst, geht die Entwicklung in eine andere Richtung. Das heißt, es läuft in der Beziehung besser, es läuft im Job besser. Ja, es läuft alles, geht alles viel leichter von der Hand. Das ist ja dein Hauptjob in diesem Sinne, die Leute zu coachen. Da gibt es ja hier auch Seminare, Einzelcoaching, Seminare und so weiter. Wie schaut da deine Arbeit aus? Weil viele kennen ja diese Familienaufstellung. Ja, aber du hast etwas ganz was Spezielles, was du da machst. Wie sieht das aus bei dir? Die Familienaufstellung ist die Grundlage. Und man muss dazu sagen, ich möchte mich verändern und ich möchte die Dinge auflösen. Kann man sagen, ja, das ist in gewissen Bereichen möglich. Aber in gewissen Bereichen muss ich auch erkennen, dass ich da gar nichts auflösen muss. Dass ich nur gegen etwas gekämpft habe, wo ich dachte, das ist nicht meins. Die Grundlage von unserer Herkunft ist ja unsere Familie. Mhm. Die Familie, Vater, Mutter, ne? Wenn man so sagen kann, was ist ein Satz fürs Leben, das wäre Vater, Mutter, Kind. Das drückt aus, wie das Leben sich weiterentwickelt. Ne? Und manche Personen haben ein Idealeltern, wo die Eltern richtig gut funktionieren, wo sie sehr glücklich sind. Aber ich glaube, das gibt es in der heutigen Zeit relativ selten. No, das gibt es schon. Ja, und, okay. Aber man darf nicht denken, dass man dadurch vom Leben jetzt super bevorzugt ist. Denn wenn man die Eltern sehr, sehr liebt und man liebt sie auch sehr, hat man es auch schwer, seinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Man möchte dann bei den Eltern bleiben zum Beispiel. Ne? Das ist auch eine Geschichte. Andere Personen haben ein komplexeres Leben, wo sie schon früh weggegeben werden oder wegkommen oder sowas. Wichtig in all diesen Dingen ist, dass man vielleicht mal verstehen sollte, dass man aus der Opferrolle herauskommen sollte. Mhm. Also die Opferrolle ist ja gegenüber der Täterrolle im Prinzip die stärkere Rolle. Das wird manche überraschen. Manche sagen, ja, das Opfer ist ja Opfer. Aber nach einer Tat ist ein Täter eigentlich machtlos. Er kann die Tat zwar nochmal machen, das ist aber eine Extratat, aber wenn er eine Tat gemacht hat, ist er machtlos. Ne? Das Opfer aber, das hat jetzt ein ganzes Leben lang, kann es dem Täter einen Vorwurf machen. Mhm. Und das Opfer hat aber auch eine Pflicht, es hat zuerst das Recht, dass das ausgeglichen wird, aber nach einer gewissen Zeit muss es auch vorbei sein können. Ne? Nach 20 Jahren einen Anspruch zu erheben, ist ein bisschen spät. Und man muss das relativ früh machen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht und ich habe auch erklärt, dass man dass menschliche Beziehungen durch Geben und Nehmen entstehen. Im Guten
sowie auch im Schweren. Und die meisten Reaktionen habe ich darauf bekommen, dass Leute sagen, ja wie, wenn mir was angetan wird, muss ich dem anderen etwas zurücktun. Mhm. Und deswegen möchte ich das nochmal erklären. Ich nehme ein ganz simples Beispiel. Wir machen das ja jeden Tag. Jemand fährt in einer Parklücke dein Auto an. So, du hast einen Schaden. So, natürlich gehe ich nicht hin und fahre mit meinem Auto den sein Auto jetzt nieder oder sowas. Mhm. Aber wie gleichen wir aus durch Geld? Also der Schaden wird von der Versicherung des anderen Person, der anderen Person bezahlt. Und auch, sehr interessant, nur der Zeitwert. Mhm. Also hier spielt die Zeit auch immer eine Rolle, wie bei der ganzen Aufstellungsarbeit eine Rolle spielt. Ne? Durch das Geld können wir das wieder ausgleichen. Ne? Und, jetzt gibt es Leute, ich kenne aber keinen davon, muss ich das ehrlich sagen, die sagen, ach, du bist in mein Auto reingefahren, ich verzeihe dir. Also da kenne ich niemanden. Jeder möchte gerne den Ausgleich haben. Ne? Und der Ausgleich muss im sogenannten Guten stattfinden, wie im sogenannten Schwerem, dass das schon ein bisschen schwer ist. Ne? Ja, wie werden die Aufstellungen? Ich möchte ein bisschen zur Praxis auch was erzählen von Aufstellungen. Aufstellungen kann man natürlich auch als Privatperson machen. Ich mache das dann hauptsächlich in Trance, dass die Familienmitglieder in Trance erscheinen vor deinem geistigen Auge und dass man da etwas machen kann. Oder es gibt es mit Bauklötzen oder es gibt es mit Scheiben oder so. Aber die wirkungsvollste Arbeit ist in Gruppen. Ja. Man trifft sich in Gruppen, 10 Leute, 20, es können viele Leute sogar sein. Bei großen Aufstellungen können viele Leute dabei sein. Und man bildet einen Kreis. Und das ist sehr interessant, denn in diesem Kreis entsteht ein Feld. Rupert Sheldrake bezeichnet das als morphogenetisches Feld. Und in diesem Feld sind, ob wir es wollen oder nicht, alle Informationen der anwesenden Personen vorhanden. Und da die Personen freiwillig und sogar gegen Kosten, also sie zahlen was dafür, zu solchen Aufstellungen geben, sind sie auch damit einverstanden, dass das bearbeitet wird. Und wenn wir dann Aufstellung machen, dann ist eine Person, die möchte gerne wissen, was Sache war mit dem Vater oder der Mutter oder welche Aufgabe schiefgelaufen ist im Leben. Und wir stellen das dann mit Stellvertretern, also Personen, die sich freiwillig melden, kommen als Stellvertreter in diesen Kreis und dann geschieht etwas und das sagen alle Leute und ich habe es selber erlebt als Stellvertreter, ich bekomme die Gefühle dieser Person, die ich darstellen soll, obwohl ich die Person niemals gesehen habe. Das ist durch dieses morphogenetische Feld, wo alle Informationen drin sind, ist das möglich. Und ich kann dann, ich drücke diese Gefühle aus und der Aufsteller, so wie auch die Person, die aufstellen lässt, die kann dann sehen, was möglicherweise die Ursache dieses Problems darstellt oder der Schmerzen oder jedenfalls bekommt sie eine Erkenntnis darüber, was geschehen ist. Ja. Die Frage ist, ob man das jetzt ändern kann oder ob man das als gegeben hinnimmt. Das ist in beiden Fällen ist das möglich. Also ich kann sagen, ja, das ist passiert und ich sehe das jetzt so. Oder ich kann sagen, nein, ich bin damit nicht einverstanden. Nicht? Also was passiert ist, muss ich ja einverstanden sein damit. Das ist ja auch automatisch, nicht? Aber es kann sein, dass ich sage, aber ich möchte es nicht mehr so. Nicht? Ich werde nicht mehr das Schicksal für eine andere Person übernehmen und tragen, was ja bei Aufstellungen sehr oft zu sehen ist, dass das Menschen das machen. Ja. Wenn ich jetzt ein Beispiel in unserer Gesellschaft einfach mal nehme, ja. Thema Politik, Thema Bestrafungssystem. Ja? Irgendjemand fällt irgendeiner Tat zu Opfer, dann wird der Täter gesucht, der Täter wandert im Knast, wird bestraft, Geldstrafe, was auch immer. Und dann schreit das ganze Volk danach. Jawohl, das muss noch stärker bestraft werden und noch schlimmer und sonstiges. Es kommt niemand auf die Idee, ja, auch in der Politik nicht, weil so funktioniert ja unser System, andere Leute ständig zu verurteilen. Niemand kommt ja auf die Idee zum sagen, okay, liebes Opfer, du musst es an dir arbeiten, dass es nicht mehr passiert. Ja, also man darf hier nicht umdrehen, dass das Opfer zum Täter wird, nicht politisch gesehen. Das Opfer bleibt natürlich ein Opfer, das ist ganz klar. Aber es hat mit der Zeit, um für sich selber zu arbeiten, einen Auftrag. Nicht? Es ist eben etwas passiert. Und alles, was passiert, das ist dein Schicksal. Also die Schicksalsfrage ist immer, wenn wir Schicksal definieren, für mich ist, ich sage, alles, was mir passiert, das wird zu meinem Schicksal. Das ist mir passiert, das ist mir geschehen. Ne? Und es geschehen für mich wunderbare Dinge,
Und es geschehen fürchterliche Dinge, wo ich leide darunter. Ne? Und wir Menschen haben halt so eine Eigenheit, die wunderbaren Dinge, die möchten wir festhalten. Aber sie sind schon vorbei. Ne? Sie gehen ganz schnell vorbei. Und die Dinge, die wir schwer finden, die möchten wir möglichst aus dem System rausschießen oder weghaben. Ne? Ja. Und ein alter therapeutischer Grundsatz ist ja, was ich bekämpfe, werde ich nicht los. Und je mehr ich gegen ein Ereignis kämpfe, desto größer wird dieses Ereignis für mich. Im Endeffekt bin ich im Kampf oder im Streit oder in der Ablehnung oder im Hass noch stärker gebunden in einer Bindung als in der Liebe. Denn eine Loslösung ist immer nur in der Liebe möglich. Weil in der Liebe, ich akzeptiere, wie es ist, drehe mich um und kann in die andere Richtung gehen. Im Streit bleibe ich gebunden gegen das Objekt oder die Person, mit der ich streite. Ich würde Tag und Nacht denken, wie geht das jetzt weiter. Ne? Also das Opfer hat eigentlich die Aufgabe, das, was geschehen ist, dem Opfer zu integrieren. Und dabei hilft die Familienaufstellung natürlich. Aber man muss sagen, man kann das niemandem befehlen oder man kann niemanden dazu zwingen. Es ist eine Arbeit des Bewusstseins jeder einzelnen Person. Und manchmal gelingt sie gut und manchmal gelingt sie leider nicht. Aber das ist das Leben. Das Leben ist nicht immer 100% ausrechenbar und auch nicht so steuerbar, wie wir Menschen das oft denken. Ja. Es ist ja so, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Wenn ich jetzt in so einer Aufstellungsarbeit einfach ein Thema nehme, das Thema betrachte, lenke ich natürlich die Energie auf dieses Thema. Ja, und ich schenke da diesem Thema diese Energie, um es zu verstehen, also verstehen zu können, auflösen zu können, beziehungsweise auflösen ist immer so ein Thema. Ja, das ist so, es wird immer so erzählt, ja, es wird aufgelöst. Im Endeffekt kann ich es nicht auflösen, weil es ist ja schon geschehen. Das Einzige, was ich machen kann, das Thema ansehen, betrachten, ja, emotional auch betrachten. Das ist ganz wichtig, dass die Emotionen da, dass man die Emotionen mit integriert in dieser Arbeit. Und dass über die Betrachtungsweise, wenn ich etwas ansehe, genau anschaue und es mehrmals drehe, kann ich es auflösen, weil ich habe es ja genau angesehen, das Thema. Es ist ja jetzt halt betrachtet worden. Und wenn das Thema betrachtet wird, kann ich sagen, okay, ich habe dich gesehen, du bist auch mit in mir integriert oder wie auch immer und es passt und ich kann jetzt meinen Weg weitergehen. Das ist eigentlich der komplette Ursprung, ganz kurz erklärt, was eigentlich eine Familienaufstellung ist. Jetzt ist es auch so, du hast auch einen Schwerpunkt, zum Beispiel Unternehmen. Das heißt, was in der Familie geschehen ist oder was dich ganzen Berufsweg begleitet, all diese Themen kann man ja in einem Unternehmen auch aufstellen. Das heißt, wenn es irgendwo blockiert im Unternehmen, wenn irgendetwas nicht passt, wenn einzelne Leute eine Blockade haben oder in der Firma in der Opferrolle drin sind, wie gehst du da vor mit einer Firma? Genau. Darf ich zu deinem vorigen Thema noch was sagen, okay, wenn wir den anschauen? Und dann gleich machen wir, ich komme sofort wieder zurück. Okay. Also wenn wir sagen, wir möchten etwas Schweres aus der Vergangenheit auflösen, wir gehen da meistens einen anderen Weg. Ne? Denn das Schwere hat besonders viel Kraft. Ja. Also ich kann durch eine Verletzung oder einen Schmerz, den ich erlitten habe, habe ich meistens besonders viel Kraft, es anders machen zu wollen. Und das Schwere wird nicht aufgelöst, sondern es wird umgedeutet. Ich kann es erkennen, dass es in meinem Leben, gerade weil es mir passiert ist, hat es mir etwas Besonderes geboten. Mhm. Ja, und ich habe dadurch etwas Besonderes machen können. Das wiederum kann nicht jeder Mensch. Nicht jeder Mensch kommt zur Einsicht und kann in diese Einsicht überhaupt hineinkommen. Das ist nicht möglich. Nicht? Aber wenn einer das schafft, wenn einer das wirklich sagen kann, ja, das ist mir passiert und ich stehe dazu und es gehört zu meinem Leben dazu und ich werde es nie vergessen und ich spüre vielleicht den Schmerz heute noch, nicht? Aber es ist für mich wichtig gewesen, nicht? Dann bekommt diese Person eine extra Kraft. Ne? Und man muss wirklich sagen, dass das limitiert ist, dass das nicht jeder Mensch kann. Der Wunsch nach Auflösung ist ein sehr schöner Wunsch, aber er ist zu schwach. Es bringt nichts, die einfach weghaben zu wollen. Ne? Ja. Es ist im Gegenteil, nochmal hinzuschauen und dazu zu stehen, was passiert ist, obwohl es schwer war, bringt der Person wirklich Kraft.
In den Firmen und in den Unternehmen haben wir ja Personen. Also der Unterschied zwischen einer Firma und einer Familie ist ja, eine Firma kann ich beitreten und kann ich wieder verlassen. Und einer Familie, ich bin Familienangehöriger mein ganzes Leben lang, ob mir das passt oder nicht. Ich kann es nicht mehr ändern. Ne? Und natürlich nehme ich meine ganze Person in die Firma mit und suche mir dort auch den Platz. Und das ist erstaunlich, dass auch in der Firma die meisten Menschen diesen Platz einnehmen, den sie auch in der Familie haben. Ja? Und manchmal haben die einen sehr außergewöhnlichen Platz in der Familie gehabt und haben den auch in der Firma. Und manchmal nimmt man eben seine Opferrolle mit oder etwas. Und das kann in der Firma sehr störend wirken. Die normalen Firmen- und Betriebsaufstellungen gehen darum, dass die Mitarbeiter ihren Platz in der Firma erkennen. Zuerst mal. Zuerst steht die Firma. Denn die Firma ist ein zielorientiertes Konstrukt. Die Firma hat ein Ziel. Und diesem Ziel müssen sich die Angestellten und die Mitarbeiter unterwerfen. Das ist das Ziel der Firma. Ne? Und dadurch unterscheidet sich die Firma ja auch von der Familie. Ne? Ein großer Unterschied noch ist, in der Familie dienen die Älteren den Jüngeren. Mhm. Ja, also Vater geht arbeiten, bringt Geld, die Mutter kocht, die Kinder gehen in die Schule. Umgekehrt ist es bei einer Firma. In der Firma dienen die Jüngeren den Älteren. Ja, da ist der Lehrling, da ist der Angestellte und es geht immer weiter hinauf, ne, ja, in der Hierarchie. Ne. Überhaupt sind Firmen für uns sehr wichtig. Erstens einmal die Grundlage des Staates sind die Familien. Ohne Familien kein Nachwuchs, kein Staat, das ist die Grundlage des Staates. Aber auch in Deutschland gibt es sehr viele Familienunternehmen. Die Familienunternehmen haben laut einer Zeitschrift, die ich gelesen habe, letztes Jahr einen höheren Umsatz und einen höheren Gewinn gemacht als die Konzerne. Also, und hier gibt es besonders in den Familienunternehmen die Verflechtung von Firma und von Familie. Wer übernimmt die Firma? Ein ganz großes Problem bei dem ganzen Vererben von Firmen, bei den Übernahmen von Firmen und bei den Positionen. Und da kann in der Familienaufstellung kann etwas sehr gut gezeigt werden, wer ist fähig, die Firma zu übernehmen. Wer ist fähig in diesem Platz? Und wenn man Aufstellungen macht, sieht man oft, dass Leute, da stehen die ganzen Mitarbeiter und einer irrt herum. Er kann seinen Platz nicht finden. Ne? Ja. Und da kann man die Ebenen aufstellen, denn es gibt genaue Ebenen, auf der man stehen könnte. Und jeder Mensch hat einen bestimmten Platz in seinem Leben. Und da ist er am stärksten. Ja. Das hast du erwähnt, den Platz in einer Firma. Ja? Es gibt aber diese Konstellation, manche Leute passen nicht so wirklich rein in ein Unternehmen. Kann man solche Dinge mit einer Aufstellung richtig rücken? Man kann es vor allem einmal sehen. Ja. Also es ist oft verdeckt. Und man kann nicht nur der Firma und der Firmenleitung, man kann auch der Person selber klar machen, dass sie den Platz nicht gefunden hat. Also ich hatte mal eine Firma, wo auch jemand gesagt hat, ich weiß nicht, ich stelle mich da gar nicht hin, ich passe da nicht rein. Und er hat sich dann hingesetzt, obwohl die ganze Firma stand da. Ne? Das sind Klein- und Mittelbetriebe meistens, ja, nicht? Oder Abteilungen von größeren Firmen. Und das Beste, wenn man das sieht, ist mal fragen, ob er da nicht rein will, aber der wollte nicht rein. Und das Beste ist, wenn diese Personen dann eine Kooperation mit der Firma eingehen, zum Beispiel. Ne? Also der muss ja nicht ein Angestellter dieser Firma sein. Er ist besonders wertvoll, wenn er für sich selber steht. Und diese Personen können sogar Probleme mit Geschäftspartnern besser lösen als andere Personen. Zum Beispiel mit schwierigen Geschäftspartnern. Ja. Ja, das sagt man auch, wir haben einen ganz schwierigen Geschäftspartner und mit dem kann niemand umgehen, aber er kann damit oder sie kann damit umgehen, weil sie etwas außerhalb vom System steht. Ja. Ja, aber diese Person braucht dann auch eigene Regeln. Mhm. Also eine eigene Firma gründen, für sich selber verantwortlich sein. Und das möchten die Menschen sehr gerne. Okay. Sie möchten sehr gerne für sich selber verantwortlich sein. Also wenn ich das jetzt richtig raushöre, würdest du auch im Endeffekt empfehlen, wenn jetzt Leute neu eingestellt werden in ein Unternehmen, dass man gleich parallel auch eine Aufstellungsarbeit macht,
um einfach mal zu sehen, okay, dass auch schnellstmöglich seinen Platz findet im Unternehmen. Ja, empfiehlst du das gleich nach der Einstellung, vor der Einstellung oder erst wesentlich später? Ja, also man muss sehen, dass die Aufstellungsarbeit ist so wie alles, was wir hier machen, nicht das Produkt, wo man sagt, ich habe hundertprozentige Sicherheit. Mhm. Das ist auf unserer Ebene der Existenz, ändert sich immer alles und es kann sein, dass die Person dann zwar richtig eingestellt wird, aber nach ein, zwei Jahren draufkommt, sie will das nicht mehr. Also das ist auch immer möglich. Mhm. Jedenfalls hat der Firmeninhaber oder der Abteilungsleiter, kann dann sehen, welche Personen sehr gut dazu passen. Dazu wäre es aber einfach nur mal möglich zu fragen, welches Verhältnis hast du mit deinen Eltern? Mhm. Welches Verhältnis hast du mit deiner Mutter, hast du mit deinem Vater? Denn das ist ja auf der Firmenebene, sind ja die Vorgesetzten. Bist du ein Einzelkind, hast du Brüder oder Schwester? Also diese Struktur, systemisch heißt ja nur, wir schauen aufs Ganze. Und jede Person ist aus einem System hervorgegangen, mit dem sie immerhin verbunden bleibt. Und das Eigenartige ist, je mehr die Person sagt, ich bin überhaupt nicht mit meinen Eltern verbunden und ich mag die überhaupt nicht oder ich mag das nicht, dann das nicht, desto stärker ist die Bindung. Mhm. Man sagt, es gibt Frauen, die sagen, ich möchte nie so werden wie meine Mutter. Aber wenn man die Frauen mit 40 anschaut, sieht man sofort die Mutter. Ne? Mhm. Und gegen das, was ich kämpfe, das ist besonders mein Thema dann. Das ist das Thema. Ne? Wie gehst du mit dem Thema, weil du hast es jetzt praktisch Mutter-Kind-Beziehung erwähnt, wie gehst du mit dem Abnabelungsthema um? Ja, also das ist, aus meiner Erfahrung heraus, ist ja die Abnabelung von den Eltern ein Riesenthema. Wenn die Abnabelung nicht stattgefunden hat zu den Eltern, ist eine Beziehung oder eine vernünftige Beziehung zu führen, ja, mit einem neuen Partner oder Partnerin, ist ja nahezu nicht möglich. Und ich habe das immer wieder erlebt, umso stärker die Bindung ist zu den Eltern, ja, wenn die Eltern noch zu viel mitreden und so weiter, das hat ja irgendwie nicht wirklich Sinn. Ja. Gut, dass du das ansprichst. Das ist eine sehr interessante Frage. Denn an der Familienaufstellung gibt es ja verschiedene Wege. Und ein Weg, sagt man, ist der Abschied von den Eltern. Also um erwachsen zu werden, muss ich mein eigenes Leben in die Hand nehmen und auch die eigene Verantwortung in die Hand nehmen. Es gibt für eine Firma zum Beispiel nichts Interessanteres wie verantwortungsvolle Mitarbeiter, der das aus seinem eigenen Wesen heraus macht. Und ich soll ja später vom Beruf in die Berufung gehen. Es soll ja sogar mein ganzes Leben werden. Nicht? Ja. Das ist das vierte Herzchakra, das öffentliche Chakra. Nicht? Und diese Abnabelung von den Eltern kann man ja nicht forcieren. Aber Leute, die zu der Aufstellung kommen, haben das mehr oder weniger geschafft. Nur, wir müssen auch das Schicksal und den Weg mancher Menschen, wenn er auch aus unserer Hinsicht nicht perfekt ist, müssen wir lernen zu respektieren. Eines der wichtigen Aufgaben und was ich gelernt habe ist, egal was ich halte von diesem Leben oder ob das perfekt war oder nicht, jedes Schicksal ist zu respektieren. Und auch wenn einer sagt, ich bleibe bei meinen Eltern wohnen und ich bin dort mein ganzes Leben zu Hause und er hat sich dafür entschieden, ist es nicht an uns zu sagen, das darfst du nicht, du musst da so oder so werden, sondern dann ist das sein Wunsch. Das hat er dann freiwillig gemacht und dagegen ist nichts einzuwenden. Mhm. Erst wenn diese Person kommt und sagt, ich bin zu viel bei meinen Eltern, ich möchte weg, aber ich kann nicht. Dann können wir das aufstellen und dann erst wenn man sagt, ja, es ist nichts ein Problem, wenn du nicht darunter leidest und wenn du nicht selber kommst. Ne? Alles andere, warum soll man dann eingreifen? Ne? Also auch bei der Aufstellungsarbeit ist nicht immer, dass man eingreift und verändert, sondern es ist manchmal so, dass man der Person sagt, ja, so wie du es machst, solange es dich nicht stört, mach es weiter. Ne? Solange es keine andere Person natürlich schadet. Ne? Das ist immer klar. Ne? Mhm. Aber wenn du dein Leben für das verwenden möchtest, jemanden zu helfen oder zu retten und so, mach das weiter. Ne? Mhm. Nochmal zurückzukommen zum Thema Eltern. Du hast zuvor was von morphischen Feldern erzählt. Ich gehe jetzt mal auf das Thema Kollektivfelder über. Wie behandelst du dieses Thema? Weil wenn ich jetzt praktisch Eltern betrachte als Mama, Papa, ist ja im Endeffekt wieder ein Kollektivfeld. Mhm. Wie gehst du jetzt mit so einem Thema um? Weil das ist ja der erste Indiz dafür, dass manche nicht loslassen wollen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist eigentlich sehr einfach. Wie löse ich mich aus einer Bindung? Das ist ein Grundsatz durch Anerkennung der Bindung. Ja. Das ist ein Paradox.
Mhm. Ja, also du kannst dich abnabeln von den Eltern, wenn du sie als Eltern anerkennst. Also ja. Brauch nicht diese Distanz oder sowas. Mhm. Je mehr du deine Eltern anerkennst, desto freier bist du. Mhm. Ja, das andere wäre, ich möchte etwas wegstoßen oder von etwas wegkommen. Mhm. Und das bindet dich. Das ist ein Paradox. Also das muss man erst mal verstehen und lernen. Ne? Also ich kann ruhig Vater sagen und Mutter sagen. Ich kann auch Papa oder Mama sagen. Ne? Ich kann den Namen wechseln. Das tut. Aber Vater und Mutter ist ein sehr tief verbundenes, schon allein, wenn man Mutter sagt. Man ist ganz anders verbunden, als wenn man Käthe sagt oder Claudia oder so. Ne? Also ich anerkenne die Bindung. Ne? Im Anerkennen der Bindung ist die Zustimmung, dass es so war. Wenn ich etwas zustimme, kann ich mich ganz leicht davon lösen. Mhm. Ich habe ja keinen Streit, ich habe nichts dagegen. Das war ja so. Ne? Mhm. Oder es ist immer so. Mhm. Und wenn ich dem zustimme, bin ich komplett frei. Und das ist, was manche denken, sie müssten dagegen vorgehen oder dagegen kämpfen oder etwas Besonderes tun. Man braucht nichts tun. Mhm. Man braucht nur zustimmen und sehen, dass ohne diese zwei Personen wäre man nicht am Leben. Ja. Der Vater und die Mutter sind das Tor zur Welt. Mhm. Es gibt einen schönen Satz von Bert Hellinger, der sagt, fehlende Eltern fördern die Mystik. Mhm. Ja, denn ich komme durch das Vater- und durch das Muttertor, wird dieser Körper faktisch in die Welt gesetzt und wird dann durch mein Bewusstsein beseelt, kann man dann sagen. Mhm. Und jetzt aber, was weiß ich, ich habe meine Eltern nie kennengelernt oder sie sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ja wodurch, wenn die Eltern weg sind, wodurch bin ich ins Welt? Und diese Leute werden immer sehr mystisch. Also sie suchen immer. Ne? Man könnte fast sagen, die Gottsuche ist die Suche nach Vater und Mutter. Okay. Und auch alle die Leute, die sehr spirituell sind, suchen auch Vater und Mutter. Ne? Wir haben sehr viele Leute, die sich sagen, ich bin hochspirituell, aber mit meinem Vater komme ich nicht zurecht. Ne? Okay. Und das ist die Grundlage, man darf nicht vergessen, in deinem Körper ist Vater und Mutter immer vorhanden. Die kannst du nicht aus deinem Körper entfernen, das geht ja gar nicht. Ne? Also die Energie von Vater und Mutter. Und da du noch mehr in der Mutter, weil du im Mutterleib 8, 9 Monate drinnen gewohnt hast und geprägt worden bist durch alle Gedanken und alles Essen und alle Nahrung und was die auch gemacht hat. Ne? Das ist alles in deine Erfahrung. Diese Erfahrung kannst du vergessen. Du kannst sie auch mit viel bedecken, aber sie ist noch immer da. Und ganz in unserem tiefsten Inneren sehnen wir uns immer nach der Mutter und nach dem Vater. Nicht? Also liegt eigentlich da der ganze Ursprung, wenn man eigentlich zurückgeht, die ganzen Themen oder Themen, mit denen man sich beschäftigt sein ganzes Leben lang, liegt eigentlich komplett in der Kindheit. Ja, also die Familienaufstellung hat diesen Fokus, sagen wir mal so. Nicht? Man kann noch zurückgehen und sagen, ja, wo ist ein kosmischer... Es geht ja, die Familienaufstellung oder die systemische Aufstellung ist die Wissenschaft von Beziehungen. Und jetzt habe ich natürlich immer eine Beziehung. Also es ist egal. Ich kann in den Wald hinausgehen und komplett alleine leben. Ich habe eine Beziehung zum Wald. Ja. Ich kann mich in einen Samadhi-Tank legen. Ich habe eine Beziehung zu meinem Körper und zu meinem Gehirn, was das denkt und so. Ne? Also ich habe immer eine Beziehung. Ne? Und jetzt gibt es eben in den Beziehungen Ordnungen und Regeln. Und die Ordnungen sind vorgegeben und die Regeln, die kann ich machen. Ich kann Regeln aufstellen. Aber die Ordnung, dass der Körper durch zwei andere Personen ins Leben gekommen ist und durch zwei Prinzipien, das weibliche Prinzip und das männliche Prinzip. Ja. Also der Dualismus. Und jetzt kannst du das aufs Kosmische überlegen. Sag, ja, die Erde ist bipolar, nicht? Der Kosmos, es gibt immer die Gegenteile und so. Nicht? Man kann das hochrechnen und runterrechnen auf allen Ebenen. Nicht? Es ist immer Vater und Mutter. Nicht? Also immer das Bipolare. Nicht? Anscheinend, ich habe gehört, in der neuen Zeit gehen wir in eine multipolare Welt. Wie die aussieht, das weiß ich noch nicht. Nicht? Aber ich kann nur sagen, dass bei jeder Familienaufstellung wird ein Kraftfeld gebildet. Und manche Menschen denken, man würde nur rückwärts schauen. Ja? Aber die Familienaufstellung und die systemische Aufstellung ist sehr wohl auch eine Programmierung in die Zukunft hinein. Ja? Ein altes Sprichwort sagt, ohne Wurzeln keine Flügeln. Also ich brauche auch diesen Hintergrund und wenn ich da das erledigt habe und einverstanden bin mit meinem Schicksal und meinem Leben, mit meinen Eltern und mit dem Guten und dem Schweren, was mir passiert ist,
bin ich ganz frei, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, was sind meine Wünsche? Wie kann ich die Zukunft für mich gestalten? Und auch da habe ich einen Spielraum. Mhm. Aber nicht einen unendlichen Spielraum, nicht? Aber ich habe da einen Spielraum. Und diesen Spielraum in der Zukunft kann ich viel besser nutzen, wenn die Vergangenheit mich nicht immer nach hinten zieht. Und immer sagt, hallo, du musst noch was erledigen. Da wartet noch jemand auf dich, der ist nicht anerkannt worden. Oder wenn ich zum Beispiel Schicksale aus Familienmitgliedern übernehme. Wobei man das gar nicht weiß. Man weiß das oft nicht. Kommen ja sehr weit zurück irgendwelche Kriegsbilder. Kriegsbilder, ja. Also aktuell, Zweite Weltkrieg ist noch nicht lange her. Ja, also unsere Eltern oder Großeltern haben den Krieg miterlebt. Ja. Und alles, was da geschehen ist, nicht? Und oft sind es die Enkelkinder, die das wieder plötzlich spüren und ausleben. Nicht? Erleben wir in den Aufstellungen, dass ein Junge plötzlich herumhinkt oder so und dann schaut man, ja, der Opa ist im Krieg angeschossen worden und so. Nicht? Ja. Also es werden in den Familien, das Familiensystem ist ein Ursystem und es werden nicht nur Krankheiten weitervererbt, sondern es werden Gefühle, Emotionen und sogar Traumata weitergegeben, bis eine Generation kommt und das anschaut und sagt, ja, so war es und jetzt sehe ich das Ganze. Und jetzt kann ich durch das Sehen, kann ich sagen, ich nehme es an und ich, dadurch kann ich wieder weitergehen. Das ist für manche Leute, die das erste Mal davon hören, immer ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Ja, das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ja, wie kann man jetzt halt das nachvollziehen, dass der Opa im Krieg angeschossen wurde oder wie auch immer? Wie kann man das dann plötzlich in seinem eigenen Leib spüren, erkennen, sehen, wie auch immer? Also wenn ich jetzt mal zurückdenke an die erste Einladung, die ich bekommen habe zu so einer Aufstellungsarbeit. Ja, da sind die Leute vor mir gestanden und haben zu mir gesagt, was spürst du, was fühlst du, was kriegst du mit? Ja, dann habe ich mehrmals eine Frage gestellt, was meint ihr damit? Ja, ich konnte mit diesem Satz nichts anfangen. Es hat mich keiner richtig eingeführt, was eigentlich passiert. Komm einfach mit, ja, ist tolle Sache, schau es dir an. So, ich bin wirklich da gestanden, wo ich gesagt habe, hey Leute, ihr habt so einen totalen Schatten und ich bin wieder gegangen. Ja, ich habe gesagt, ich kann nichts damit anfangen. Warum habe ich nichts damit anfangen können? Sie konnten es mir nicht erklären. Was passiert jetzt da eigentlich? Kannst du vielleicht unseren Zuschauern einfach mal erklären, wie kann man das verinnerlichen, was eigentlich da passiert? Wie kann man sich das erklären? Wenn man bei mir ein Seminar macht, dann beginne ich das Seminar so, indem ich eine Einführung mache. Das sind so 20 Minuten, 30 Minuten, erkläre ich die Ordnungen, die in Systemen naturgegeben da sind. Und ich erkläre die Rangordnungsübertretungen, die Menschen machen aus Liebe oder so. Ne? Dann gehe ich über in eine Wahrnehmungsschulung. Mhm. Das heißt, man schließt die Augen und beginnt, statt zu denken, wahrzunehmen. Denn die Wahrnehmung liegt immer vor dem Denken. Das Denken ist oft zu langsam und kann nicht hinterher. Man darf nicht vergessen, dass der Verstand immer rückwärts gerichtet ist. Er vergleicht immer das, was er schon erlebt hat, mit dem, was gerade passiert. Und deswegen ist die Wahrnehmungsübung so wichtig, dass man sich darauf einlässt. In diesem Feld sind jetzt die Energien der Familie, der Person, die gerade aufstellen lässt, vorhanden. Und wenn man das erste Mal dort steht, und das ist mir genauso gegangen wie dir, da bin ich noch sehr stark in meinem eigenen Feld drinnen und habe dann, ich denke mir dauernd, ja, was soll ich jetzt spüren? Ich weiß doch gar nicht, was da los ist und so. Und am besten lernt man das, indem man das möglichst öfter macht. Man stellt sich immer wieder als Stellvertreter zur Verfügung. Und hier gibt es noch etwas. Ich muss auch beim Familienaufstellen, beim systemischen Aufstellen, muss ich wirklich mit meinen Gedanken auch lernen. Ich muss lernen, was ist eine Ordnung und was ist eine Ordnungsübertretung. Denn die Gefühle brauchen auch Information. Was ist das jetzt für ein Gefühl, das in mir hochkommt? Ne? Und wie ordne ich das ein? Ne? Und bei den Aufstellungen selber haben wir drei Ebenen. Die erste Ebene, ich habe das sehr lange gemacht in der Ausbildung, man sitzt dort und schaut zu. Und man denkt dann oft, ja, wenn ich nur zuschaue oder so, dann geht mich das Ganze ja sowieso nicht viel an und brauche ich nicht viel machen und so. Aber es hat keine Aufstellung gegeben, mit der ich nicht mitgeheult hätte. So dramatisch sind die Aufstellungen. Und wenn man dann endlich sieht, wie die Liebe ans Ziel kommt in dieser Familie, wo die ja so gestockt hat und wo sich niemand getraut hat hinzuschauen, dann ist man erleichtert und weint. Das ist kein Weinen, wo man wirklich traurig ist, sondern man ist ein Weinen vor lauter
Gefühl der Liebe, die man dort, was man dort hat. Ne? Das Zweite ist, man stellt sich als Stellvertreter zur Verfügung. Man hat noch gar keine eigene Geschichte, die man aufstellen möchte, aber man steht im Kreis drinnen und man repräsentiert die Urgroßoma oder man repräsentiert das Kind oder das verstorbene Kind. Und man lernt ganz allmählich, ganz langsam, wie in dieser Rolle, wie man dort hineinkommt. Also wenn du ein verstorbenes Kind repräsentierst und eine Mutter steht vor dir und weint, dann bist du automatisch in der Beziehung, bist automatisch betroffen. Nicht? Und das Dritte ist, dass du dann selbst sagst, ich habe da etwas und ich möchte das gerne ansehen. Nicht? Es gibt Leute, die gehen von Seminar zu Seminar und lassen die ganze Zeit aufstellen. Und man muss dazu sagen, dass je mehr man aufstellen lässt, also inflationär, alle zwei Wochen oder einmal in der Woche sein Familiengeschehen aufstellen, desto weniger zeigt die Familienaufstellung und desto weniger Kraft hat das auch. Also man muss mit eigenen Aufstellungen sehr vorsichtig umgehen. Ich habe zum ersten Mal meine Familie, glaube ich, vor 10 Jahren aufstellen lassen und das wirkt heute noch, diese Aufstellung. Ich möchte zum Schluss noch eine Thematik mit einbringen. Und zwar kann man nicht nur was mit der Familie machen, sondern man kann ja auch das Thema, Job haben wir ja gehabt, Firma, Familie, aber man kann jetzt das Thema Entscheidung, wenn man eine Entscheidung treffen möchte zu irgendwas, man weiß nicht, gehe ich den Weg, gehe ich den Weg, ja, oder im Geschäftlichen, ja, welchen Vertrag schließe ich jetzt ab, lieber den Vertrag oder jenen Vertrag, da kann man ja auch ganz speziell was machen. Kannst du darüber unseren Zuschauern ein bisschen was erwähnen? Genau. Du bist ja selber Routengänger, nicht? Und du weißt ja, die ganze Welt ist in Schwingung. Und wir haben bei Entscheidungen müssen wir eine Ja-Nein-Entscheidung machen. Genau. Etwas zustimmen oder etwas ablehnen. Rechtsdrehend oder linksdrehend. Ne? Das beste Instrument, um Schwingungen wahrzunehmen, ist der ganze Körper. Und Aufstellungen sind diese, du stehst vor dieser Entscheidung und du spürst im ganzen Körper, es geht nach rechts oder es geht nach links. Ne? Es gibt Strukturentscheidungen, es gibt verschiedene Arten der Aufstellung, wo ich als ein Symbol stehe, zum Beispiel von immerwährender Liebe oder von der Intelligenz, ne? Gottgöttliche Intelligenz, wo ich mich hinstelle und dem anderen dann diese Möglichkeit biete, dass er näher kommt und mal schaut, wie dann so etwas ist. Aufstellungen sind im Prinzip nicht begrenzt. Man kann sich auch in die Zukunft ausrichten und so. Ne? Aber immer möchte ich den Hinweis machen, dass es auch in den Aufstellungen selbst, wenn das alles so geschehen ist, dass die Leute dann sagen, ach, ich verhalte mich dann trotzdem anders und dass es auch gut gehen kann. Also es ist kein absoluter Anspruch. Deswegen ist es, man sagt, die Wissenschaft von Beziehungen, aber es bleibt doch eine Wissenschaft, wo etwas offen bleibt. Und das ist auch das Schöne. Da war mal die Überlegung, wenn man einen Partner hat, ne, dann hat man gesagt, ein Partner, der darf auch ein Geheimnis haben. Ne? Und dann haben wir im Kurs, sind wir aufgefordert, mach mal die Augen zu und stell dir vor einen Partner, über den du alles weißt. Und dann stell dir diesen Partner vor, der ein Geheimnis hat. Welcher ist für dich interessanter? Ja. Und man kann auch sagen, wir Menschen werden niemals alles wissen. Das ist einfach zu groß. Das Nichtwissen in mir ist viel größer als das, was ich weiß. Und das ist dann, führt mich hin zur Demut bei dieser Arbeit. Ja. Ich muss mich im Feld leiten lassen von einer Energie oder Intelligenz, die mich leitet. Wenn ich mich an diese Ordnungen halte und wenn ich mich zur Verfügung stelle, auch der Aufsteller selbst wird geleitet, was er machen soll. Ne? Und es bleibt immer etwas übrig, wo man sagt, ja, wir haben das versucht, wir haben das gemacht und es, in den meisten Fällen sagen wir, es ist gut ausgegangen. Und in manchen Fällen sagen wir, ja, das muss man nochmal anschauen, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Ne? Also es ist nicht all, also ich habe damit nicht ein Instrument, wo ich sage, so, jetzt kann ich damit alles machen. Ne? Jetzt kann ich damit die Börse aufräumen und die Lottozahlen und solche Sachen. Ne? Das gibt es nicht. Das ist nicht möglich. Ne? Und das ist manchmal die Vorstellung. Und manchmal bekommt auch der Aufsteller etwas ab von einem Klienten, der eigentlich auf seinen Vater böse ist. Hatte ich mal in einer Aufstellung, da kam am nächsten Tag die Frau, die war ganz böse auf mich. Ne? Ja. Sag, ich bin böse auf dich, sage ich, ja. Was repräsentiert der Aufsteller eigentlich, ne? Die Vaterfigur? Und sagt, alle die Gefühle, die du mir gegenüber hast, das sind die Gefühle, die du deinem Vater gegenüber hast. Ne? Ja, erst bei sich selber schauen. Ja, also wir versuchen, eine Ordnung
in das System wieder reinzubringen. Es ist erstaunlich, wenn sich zwei Menschen treffen, dann sagen sie, na, Gustav, alles in Ordnung. Sofort kommt und der andere sagt, ja, alles in Ordnung oder nein, mir geht's schlecht. Das ist die, wenn ich aus der Ordnung herausfalle, ja, dann geht es mir nicht gut. Aber was ist die Ordnung? Und das muss man herausfinden. Und wir zeigen das in der Aufstellung. Ne? Mhm. Und dann kann ich mich dran halten. Aber es ist auch wichtig, manchmal aus der Ordnung herauszufallen. Denn wann wird etwas für mich besonders wertvoll? Okay. Wenn ich es verloren habe. Mhm. Und wenn ich es verloren habe, dann versuche ich es aus eigener... Vielleicht wurde es mir vorher geschenkt. Mir wurde das Leben geschenkt, ich habe einfach einen Körper bekommen, mir wurde alles geschenkt. Und dann bin ich plötzlich an der Kippe und es steht so, dass ich es verlieren könnte. Und plötzlich beginne ich zu sagen, nein, das Leben ist für mich wertvoll, ich möchte es trotzdem wieder zurückholen. Und jetzt beginnt die Person aus Eigenregie zu arbeiten und selbstverantwortlich zu werden. Und das ist der Aufwachprozess dann, ne? Oder der Erwachsenwerdenprozess, ne? Im Endeffekt, unsere Zuschauer sind eh alle aufgewacht schon, ja, sonst würden sie ja nicht diese Sendung schauen. Richtig, und für all diejenigen, die natürlich näheres Interesse haben zum Thema Familienstellen oder das Unternehmen, sein eigenes Unternehmen zu optimieren, können sich natürlich gerne an dich wenden. Wir werden auch zum Schluss der Sendung nochmal alles einblenden von dir, deine ganzen Kontaktdaten und so weiter. Ich bedanke mich, Bernhard, dass du hier warst bei uns im Studio. Ich bedanke mich auch bei unseren Zusehern fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.